Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem TraceLab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. 15.700 ist aktuell die Big Number. Da sind wir relativ dicht dran. Die werde ich jetzt erstmal nehmen. Wir sind unterhalb des Daily Pivots, also 15.700 ist dann der erste Trade. So, 15.707 zu 15.692. Wir blicken auf den Freitag. Die Arbeitsmarktzahlen ja gut ausgefallen. Ja, Konjunktur läuft in Amerika. Wir sehen hier kleine Blue Boxen, aber an dem Freitag, den ersten Freitag, treten wir eigentlich nicht. So, das ist die erste Box für heute. Zumindest die Falle, die wir aktiviert haben. Blicken wir einmal auf die Vola-Box. Die kommt rein bei 5,735. 5,735, das heißt 10 Punkte über den aktuellen Niveau. 16 Punkte, relativ ruhig heute. Die Trading Range, schauen wir mal, um 9 Uhr, wie der Markt dann reinkommt. Und jetzt starten wir mit dem morgendlichen Wetterbericht und schauen uns mal die Märkte an, wie sie reinkommen. Zickzack-Linie auf Daily im DAX. Das All-Time-High hier oben auf Daily. Wir sind auf Tagesbasis Long, auf H4 auch Long, auf Stunde auch Long, auf den 30 Minuten Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short im DAX. Gold auf Daily-Basis Short und wir sehen hier im Gold eine Unterstützung bei 16,78. Wir haben die Hand jetzt erstmal gehalten. Der Markt dreht hier 4 Stunden auch Short, Stunde Short, 30 Short und 15 Minuten knapper der an der gleitenden Durchschnitt um 5 Minuten Long Öl. Daily Basis Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Also da ist die Richtung klar. Technologiebörse Nasdaq, Daily Basis Long, 4 Stunden auch noch knapp Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Jetzt gehen wir weiter. S&P 500. Auf Daily Basis Long, 4 Stunden auch Long und dann geht es in Richtung Stundenchart auch Long noch, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short, also in den kürzeren Zeitebenen. Das gleiche denke ich mir auch auf der Dow Jones. Dow Jones Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short. 5 Minuten auch Short. Kommen wir zu Bitcoin. Bitcoin auf Daily Basis Long. Wir sind wieder über 43.000. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30. Da sehen wir also die Zeitebenen alle. Long, Long, Long. Und Ethereum Daily Basis Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Also auch Ethereum wieder die 3000er Marke jetzt am Wochenende geknackt. Gut, also die Falle ist platziert, 15.707 mit Big Number. Für die Damen und Herren aus dem Club, die sagen, wow, Carlos, wieso handeln wir 0,06 auf der linken Seite? Ich habe am Freitag bei einem Live-Webinar einen Trade gestoppt, habe die Position mit Verlust bei 0,06 hingenommen und werde die dann heute sofort setzen. So, die letzte Minute läuft.
Die letzte Minute läuft. Wohlerbox bei 35 zu 20. 38 wird gehandelt. 38 aktuell. 37. Wir bleiben jetzt live. Big Number haben wir platziert. 15707. Gap. Die Kurslücke hier beim Daily Pivot. 21 Sekunden noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins und los geht's. 0 Uhr, 9 Uhr, Entschuldigung, nicht 0 Uhr. Also, ich habe hier schon mal eine Rollerbox platziert auf dem linken Bildrand. 35,90 zu 15,721. Wir sehen es hier. 15,735 zu 15,721. Wenn der Kurs da reinläuft, wird dann automatisch der Trade von Freitag hier fortgesetzt. Die nächste Vola-Box wäre dann tatsächlich oben über dem Daily Pivot, über 15.771 Zähler. Wechseln. So, es ist 9:01 Uhr. Wir sehen oben, ich habe die Vola-Box gewechselt. Relativ zügig. Warum? Weil wir jetzt das Gap geschlossen haben. Die Kurslücke ist zu. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es über ein Daily Pivot? Oder war das eigentlich nur klassisch die Kurslücke hier? So, parallel dazu nehme ich auch die Big Number hier oben rein. Also Käufer kommen heute Morgen rein. 15.779 würden wir short gehen und 15.794 würden wir long gehen. So, der Kurs muss noch ein bisschen reinstochern in die 80er-Zone. Mindestens 1,5 Punkte, so haben wir es eingestellt vom Tool. Und dann wird der Trade fortgesetzt. Ich bin gespannt. 77. Jetzt sind wir aktiviert. Und jetzt bedeutet das, wenn der Kurs jetzt die 79 verlässt, sind wir auf jeden Fall dabei. Oder wir gehen oben raus mit der Big Number.